Unsere Tour führte uns von Florenz über Ponzano in Chianti, Casanuova di Pietrafitta bis hinter nach Castellina in Chianti. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute hier in Castellina, gestern angekommen, haben uns noch einen schönen Nachmittag gemacht. Und was ist denn unser Programm für heute? Guten Morgen. Wir wollen uns als erstes mal die Kirche ansehen. Das heißt, wir müssen schauen, ob kein Oh, Moment mal, wieder Motorradfahrer. Beliebte Motorradstrecke hier. Das geht dauernd so. So, dann weiter. Also, wir schauen, ob kein Gottesdienst ist in der Kirche San Salvatore. Dann gucken wir uns die an. Dann wollten wir eigentlich noch zur Festung Rocca gehen. Da gibt es auch eine Weinprobe. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Eintritt kostet, glaube ich, 5 € pro Person. Als nächstes wollen wir uns diesen Tunnelgang an der Stadtmauer anschauen. Der soll auch sehr schön sein mit kleinen Boutiquen und Cafés. Und dann gibt es hier eine ganz berühmte Gelateria, also ein Eisdiele. Eisdiele. Ja, Eisdiele. Es ist schon wohl ziemlich größer als eine Eisdiele, die auch so Schaueis machen. Vorführt. Müssen wir mal schauen, ob das heute überhaupt stattfindet, denn wir haben ja Sonntag. Schön rausgesucht, klingt interessant. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Wir sind jetzt hier mitten in der Altstadt von Castellina und stehen vor der Kirche San Salvatore. San Salvatore. Ja. Salvatore, eine Kirche aus dem 16. Jahrhundert, die nach dem Zweiten Weltkrieg erweitert und umgebaut wurde. Und da gehen wir ja gleich rein. Umgebaut, und zwar im neoromanischen Stil, wurde die Kirche, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr stark beschädigt worden ist. Ein Highlight der Kirche ist das freistehende Fresko Maria mit dem Kind aus dem 15. Jahrhundert. Und etwas makaber, die Leiche des Märtyrers, des heiligen Fausto. Wir haben uns jetzt erstmal einen Stadtplan besorgt und gehen jetzt ein bisschen durch den Ort, bevor wir dann gleich zur Burg gehen. War auch wieder ein schönes Städtchen, gell? Ja. Eine schöne historische Altstadt. Wanderlust. Castellina geht, wie viele Städte in der Toskana, auf eine etruskische Gründung zurück, stammt also noch aus vorrömischer Zeit. Hallo! Hallo! Der schwarze Hahn, den man überall sieht, ist das Symbol für den Chianti Classico und das Logo der Winzergenossenschaft. Er geht auf eine alte Legende zurück. Oh, sogar für Bruschetta. Für Aglio, Olio e Peperuccino. Das esse ich so wahnsinnig. Ich glaube, da nehmen wir mal 2 mit. Kunst von Bronzeplastiken über Steinskulpturen ist allgegenwärtig in Castellina. Wir sind jetzt hier im Herzen der Stadt, bei der Burg. Die kann man besichtigen. Da gibt es ein archäologisches Museum und auf den Turm kann man auch hoch. Ja, das ist der höchste Turm der Gegend. Dann gehen wir mal. Wie geht's rein, da? Okay, so, Moment.
Wir stehen hier oben auf dem Turm der Festung vor der wunderschönen toskanischen Landschaft. Zypressen, Weingüter. Der Aufstieg hat sich gelohnt. Ja, und das kleine, feine archäologische Museum lohnt sich auch. Also es ist nicht sehr groß, aber es sind sehr schöne Stücke da drin. Überwiegend Sachen von den Etruskern. Kostet, hat man glaube ich schon mal gesagt, 5 Euro, Turm und Museum zusammen. Und der Ausblick hier über die Täler und die Berge, herrlich. Auch der Aufstieg zum Turm ist gut zu schaffen. Also es ist jetzt nichts, wo man gute Konditionen braucht. Die Burg in Castellina stammt übrigens aus dem 11. Jahrhundert und wurde dann im 15. Jahrhundert zur Festung ausgebaut, so wie wir sie heute noch sehen. Kleinigkeit, ein bisschen Chianti, jetzt gibt es ein bisschen ja, Antipasti-Vorspeise, ein bisschen was von allem. So, wir machen uns jetzt weiter, nachdem wir uns gestärkt haben und gehen in diesen Tunnelgang, Via del Volte heißt das Ganze, ist 800 Meter lang, das schauen wir uns jetzt mal an. Diese Gewölbe sind aus dem 14. bis 15. Jahrhundert, habe ich gerade gelesen, und war früher eigentlich oben offen. Und im Laufe der Zeit haben die Gebäude, die angrenzenden Gebäude, haben einfach das Ganze überbaut. Gehen wir jetzt am Ende dieser Säulenganges? Jetzt gucken wir, dass wir diese tolle Gelateria finden. Soll eigentlich am Ende sein, geht dann über in die Via Novembre. Hoffen wir mal, dass wir das finden. Klein soll sie ja nicht sein. Was gibt's hier? Eis. Gelati. Gelati. Wir gönnen uns jetzt erstmal ein ordentliches Eis. Wir haben Biscotto, also Biskuit mit Butter. Wir haben Pistazie, Amarena und der Hammer, wir probieren gerade mal Mojito-Eis. Mal gucken, wie Mojito schmeckt. Das ist jetzt der Eisbecher für 4,50 Euro. Ja, es sind etwas so um die 2-3 Kugeln, also eine Riesenportion Eis. Das Mojito-Eis ist jetzt gerade verschwunden gegangen. Es ist wahnsinnig lecker. Schmeckt sehr erfrischend auch nach Minze. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von Castellina und von euch. Wenn euch der Film gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Unser nächster Halt ist ein Bauernhof im Chianti,
die Fattoria La Viala. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, fahrt vorsichtig, macht's gut, bis dann.